Kanone. Ja, mein Name ist Ralf Becker, Leiter des Streifendienstes bei der Polizei in Bad Zwischenahn. Ja, um 17.20 Uhr erhielten wir die Mitteilung, dass es hier auf der Bundesstraße 401 im Bereich Süddorf zwischen Müßbrück und Süddorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen ist, ein Frontalzusammenstoß. Und im Vorort haben wir festgestellt, dass ein 31-jähriger Autofahrer die B401 in Richtung Papenburg gefahren ist und hier an der Unfallstelle unvermittelt in den Gegenverkehr gekommen ist und dort mit einem entgegenkommenden Sprinter zusammengestoßen ist. Der 31-jährige Pkw-Fahrer ist an der Unfallstelle verstorben und die Insassen, zwei Insassen des Sprinters, sind mit schweren Verletzungen in die Krankenhäuser eingeliefert worden. Es besteht aber keine Lebensgefahr, glücklicherweise. Die Ursache ist vollkommen unbekannt, es war kein Überholmanöver. Das haben uns unabhängige Zeugen bestätigt, die gesagt haben, er ist so in den Gegenverkehr rübergekommen. Welche Ursachen es da gibt, müssen wir weiter ermitteln. Das wird dann im Rahmen der weiteren Ermittlung festgestellt werden, ob es ein medizinischer Notfall war oder eine Ableckung oder sonstige Gründe. Wir machen jetzt weiter, die Unfallstelle wird komplett ausgemessen, die Fahrzeuge werden zu den Abschleppern gebracht. Es wird nochmal, die Zeugenaussagen werden nochmal nachgefragt und dann wird man anhand der Vermaßung, eventuell Gutachter, feststellen, ob es ein technischer Defekt war oder was zum Unfall geführt haben kann. Ich bin Rolf Kumandl, ich bin der Ortsvormeister der Ortswehr Husbeke. Wo befinden wir uns, was ist hier genau passiert? Also wir befinden uns hier auf der Bundesstraße zwischen Edamer Kreuzung und Husbeker Kreuzung und hier ist ein schwerer Verkehrsunfall. Also zwei Pkw und in einem Pkw saßen zwei verletzte Personen. Die waren aber durch erst eintreffende Erstversorgung schon rausgeholt. Und der Pkw war eine schwer verletzte Person raus, auch schon auf der Straße. Und Reanimationsmaßnahmen wurden durchgeführt. Aber für uns selber ist es emotional ziemlich schwer, solche Unfälle. Wir konnten ja nichts mehr machen. Also für eingeklemmte Personen hatten wir nicht. Wir werden jetzt die Einsatzstelle ausleuchten, werden die Polizei weiter unterstützen. Es werden jetzt Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und anschließend werden wir wahrscheinlich mit aufräumen, bis der Abschlepper kommt. Der Pastor ist der Seelsorger, der erstmal die Ersthelfer versorgt und guckt, ob alle in Ordnung sind, ob die einen Schock haben und begleitet, aber auch für uns Einsatzkräfte, ob wir das gut verkraften und er wird auch in den nächsten Tagen für uns da sein. Und das geht eigentlich relativ gut. Wir versuchen eigentlich die Jüngeren von der hauptsächlichen Unfallstelle erstmal fernzuhalten, dass sie erstmal nur Verkehrssicherung machen und nicht direkt am Pkw arbeiten.